ganz furchtbar herzlich willkommen zur 41. LinkedIn-Show. Letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, letzte Woche war ja der Feiertag, hatten wir die 40. Ausgabe mit euren Werbeclips. Hat mich sehr gefreut, dass ich da so viele Einsendungen bekommen habe. Und ja, wie gesagt, letzte Woche war ein Feiertag, zwei Wochen Wartezeit auf die nächste Ausgabe. Das ist selbstverständlich hart. Umso mehr habe ich mich bemüht, für euch heute eine spektakuläre Show zusammenzustellen. Und ja, mein Gast heute ist Christopher Funk. Die von euch, die regelmäßig Podcasts hören oder die von euch, die sich intensiver mit Vertriebsthemen auseinandersetzen, sind vermutlich schon längst auf seinen Podcast Vertriebsfunk gestoßen. Christopher ist mit seinem Unternehmen Xenago spezialisiert auf das Thema Recruiting im Vertrieb. Also wie findet man die besten Vertriebsexperten fürs eigene Unternehmen? Und da ist ganz klar, HR auf der einen Seite, Sales auf der anderen Seite, zwei der Kernthemen von LinkedIn. Und wie so viele Unternehmen ist natürlich Christopher mit Xenago auch stark betroffen von der Corona-Situation. Die meisten Unternehmen haben ja jetzt in den letzten Wochen eher nicht aktiv gesucht oder eingestellt. Das waren eher Ausnahmen. Und es ist auch nicht die erste Krisensituation, die Christopher als Unternehmer erlebt und auch überstanden hat. Ich denke, ein sehr, sehr spannendes Interview von einem sehr erfahrenen Vertriebsexperten. Das ist aber noch nicht alles. Im Hack der Woche werfen wir heute einen genaueren Blick auf die neuen LinkedIn-Videostatistiken. LinkedIn gibt ja jetzt neuerdings etwas detaillierter Auskunft über die Viewtime, über die Unique Viewers und so weiter. Und weil mir diese Frage immer wieder begegnet, ihn fragt den Richie heute der ultimative Guide zum Thema, was ist eigentlich Duplicate Content und wieso interessiert mich das, wenn ich LinkedIn-Artikel poste. Ja, aber bevor wir uns sozusagen in Medias Res werfen, noch eine sehr erfreuliche Nachricht in eigener Sache sozusagen. Diese Woche hat mich nämlich der 15.000. User auf LinkedIn verfolgt und wenn man der chronologischen Zählung glauben darf, dann ist das Christoph Weber. Hallo, herzlich willkommen Christoph und ich habe mir dein Profil angeschaut, wir kennen uns noch nicht. Christoph hat ein sehr interessantes Startup gegründet, das heißt Find a Prof und es geht da kurz gesagt darum, Sie sind Dozent, Coach oder Trainer oder möchten dies werden, profitieren Sie von einer kostenlosen Jahresmitgliedschaft und es geht eben darum, freiberufliche Aufträge renommierter Akademien und Fachhochschulen zu lukrieren und jeder, der schon mal unterrichtet hat, der weiß ja, das ist gar nicht so einfach, da interessierte Kandidaten und offene Stellen zu matchen, gibt es eigentlich wenig zentrale Möglichkeiten. Also Christoph, das finde ich sehr, sehr spannend und ich werde dir auch schreiben, ich würde mich freuen, wenn wir in einer der nächsten Sendungen dann hier miteinander plaudern. Mein lieber 15.000. Follower. Und wie sich das gehört für eine anständige Corona-konforme Sendung, bitte ich zuerst auch mal unseren Hausdrachen hier herein in das Studio ordentlich zu desinfizieren. Coronaviren sind nicht hitzeresistent, nichts und niemand ist hitzeresistent, es kommt nur auf die Höhe der Temperatur an sozusagen. Und jetzt noch, bevor wir uns wirklich mitten in Medias Res stürzen, eine kleine Rückblende, ein Rückblick. Vor einigen Wochen, genauer gesagt vor 11 Wochen, beziehungsweise vor 12 Wochen, wenn man den Feiertag mit einrechnet, da war Diana T. Roth, HR-Expertin, Recruiting-Expertin bei mir zu Gast in der Show und damals war ihr mittlerweile neu erschienenes Buch Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, so dick die Arbeitswelt, kurz vor dem Release, vor dem Erscheinen. Und ja, mittlerweile habe ich das Buch bekommen und wie versprochen, es gibt heute hier in der Ausgabe für euch zu gewinnen eine Ausgabe von Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. Für wen ist das Buch interessant? Hört euch unsere gemeinsame Sendung an. Ich denke, da können sowohl Jobsuchende recht viel profitieren, aber natürlich auch ja, HR-Experten und alle, die in dieser
Branche, in diesem Unternehmensbereich tätig sind, der ja wirklich immer mehr zu einer ganz, ganz zentralen Schlüsselqualifikation wird. Also, in diesem Sinne, do the dance, baby, do the dance. Was muss man machen, um bei diesem exzellenten Gewinnspiel zu gewinnen, das Buch? Ich verlose zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert unter allen, die heute in dieser Sendung eiskalt und beinhart einen Kommentar schreiben. Yes, just do it. Wir Livestreamer leben von der Community und leben von den Kommentaren. Und apropos Community, das ist auch ein gutes Stichwort, das ist mir sogar einen Disco-Background wert. Ich habe ja eigentlich schon vor 2 Wochen angekündigt, dass ich zu meinem 44. Geburtstag am 11. Juni zur Challenge 44 aufrufe oder auch Challenge 44, wenn ihr möchtet. Und zwar 11 meiner Kontakte, Freunde, Social Media Kollegen lade ich ein zu einem monatlich, zu einem 1 Monat Power Training, Power Coaching, LinkedIn Mastermind Training mit Schwerpunkt auf Content Strategie. Diesen Montag ist die Bewerbung online gegangen. Ihr findet sie unter datenschmutz.net/challenge44. Und ich muss sagen, ich bin wirklich baff. Ja, bis heute gerade nicht eine dreistellige Anzahl von Bewerbungen. Wird gar nicht einfach, da auszuwählen. Wenn du dabei sein möchtest, datenschmutz.net/challenge44. Du brauchst, um das Bewerbungsformular auszufüllen, ein Passwort. Das hast du entweder bereits über meine Newsletter bekommen oder du kannst mir auch gerne schreiben bzw. dieses Posting kommentieren und ich schicke dir dein Passwort zu. Worum geht's konkret bei dieser Challenge 44? Nun, dafür habe ich, wie wir Profis sagen, eine Matz oder einen kleinen Einspieler vorbereitet. Hallo und herzlich willkommen bei der Challenge 44. Du willst mit Hilfe von LinkedIn dein Business auf die nächste Stufe bringen? Trifft sich ausgezeichnet, weil ich schenke dir 4 Wochen Mastermind-Gruppencoaching. Mein Name ist Richie Bettauer und ich bin ohne Übertreibung einer der erfahrensten LinkedIn-Experten im deutschen Sprachraum. Als die Kollegen noch mit Steinkeilen Facebook-Mammuts jagten, habe ich bereits für meine Kunden Inbound-Konzepte entwickelt und LinkedIn fürs Content-Marketing und für Social Selling genutzt. Storytelling? Warum glaubst du, heißt mein Blog Datenschmutz.net, ist seit 2006 online und hat einen Frosch als Logo? Genau, weil ich Frösche so gern mag. Nische und Keyword-Optimierung? Ich habe bereits im vorigen Jahrtausend für internationale Brands und Ministerien SEO-Konzepte entwickelt und umgesetzt. Aber zurück zu LinkedIn und zum biologischen Alter. Ich werde am 11. Juni 44 Jahre alt und deshalb schenke ich 11 meiner Freunde, Kontakte und Follower 4 Wochen Mastermind-Coaching. 11 mal 4 ergibt nämlich 44. Und dieses Coaching ist vollkommen kostenlos. Richie, was tun wir bei der Challenge 44? Was passiert da? Habt ihr mich gefragt. Wilde Sachen passieren da. Wir schärfen unsere Content-Strategie nach neuestem Algorithmus-Standard. Wir tauchen tief ins Hashtag-Meer ein und unterstützen uns mit gegenseitigem ehrlichem Feedback beim Aufbau und bei der Optimierung unserer eigenen Digital Brands. Formal betrachtet werden wir Gruppensessions haben, Einzelcoaching-Gespräche und jede Menge zu tun. Das ist mein Geburtstagsgeschenk an euch, an meine Community. Es handelt sich nicht um einen Fundel für spätere Bezahlworkshops, es gibt kein Upselling am Ende, die Challenge 44 hat keinen Haken. Außer du bist im Haken-Business, dann müssen wir selbstverständlich über den Hashtag Haken ausführlich sprechen. Was ich von dir verlange, sind Zeit, Fokus und Commitment. Und das ist eine einmalige Gelegenheit. Dieses Coaching kostet bei mir normalerweise 1790 Euro pro Person und ich werde es nie mehr kostenfrei anbieten. Wenn du deine Chance nutzen kannst, dann bewirb dich jetzt. Überleg, aber überleg nicht zu lange. Die Bewerbung endet am 31. Mai. In der ersten Juniwoche erfährst du, ob du dabei bist. Am 15. Juni startet die erste Gruppensession. Ja, und von da an geht's dann richtig los. Ich freue mich, wenn wir beide und 9 weitere tapfere LinkedIn-Piraten ab 15. Juni eng zusammenarbeiten. Bewirb dich auf datenschmutz.net/challenge44. Dazu brauchst du ein Passwort,
das du am Montag in der Früh über mein Bulletin bekommen hast. Ach so ist das. Du bist überhaupt kein Abonnent. Aber immer über die Pop-Up schimpfen. Na gut, ausnahmsweise. Dann kommentiere eben dieses Posting mit dem Hashtag WorkWithRichie und teile es in deinem Newsfeed. Ich schicke dir anschließend dein Passwort für die Bewerbung via Nachricht, via Direktnachricht, wenn wir bereits connected sind, oder via Kontaktanfrage zu. Tja, also in diesem Sinne einfach eiskalt, beinhart mitmachen. Wir werden jede Menge Spaß miteinander haben. Ich freue mich schon sehr auf die Sessions und ich denke, wir werden auch viel voneinander lernen können. Group Learning, Blended Learning, ja. Wenn du dabei sein möchtest, datenschmutz.net/challenge44. Die Links folgen dann natürlich wie gewohnt in Kürze auch immer in den Status-Updates. Hallo Kai, machen wir aus Susan eine Erlebnisbuchbinderin? Warum nicht? Auf jeden Fall, wenn Susan Omondi eine Erlebnisbuchbinderin wird, dann denke ich, wird es keinerlei Probleme mit dem Qualitätsmanagement von Druck, Verlag und Logistik und so weiter geben. Hallo Susan, meine Lieblingsqualitätsexpertin, Qualitätsmanagerin hier auf LinkedIn. Und Kai, Erlebnisbuchbinder, das musst du irgendwann mal selbst bitte hier in der Show erklären, was genau ein Erlebnisbuchbinder macht. Ja, wie bereits angedroht, die populäre Rubrik. Danke, Richie. Duplicate Content. Eigentlich ein Begriff, den man aus dem SEO-Bereich kennt, Suchmaschinenoptimierung. Ganz kurz gesagt, bei Duplicate Content geht es darum, dass Google aus Usability-Gründen keine Ressourcen, keine Suchtreffer doppelt einlisten möchte. Es kommt im Internet sehr oft vor, dass Artikel gespiegelt werden, doppelt vorhanden sind, teilweise durch falsch konfigurierte Homepage, teilweise durch übelst freche Content-Diebstahlaktionen, manchmal einfach auch, weil Artikel mehrfach gepublished werden und so weiter und so weiter. Google hat dafür eine Syntax eingeführt, die sogenannte Canonical URL, wo man das auch entsprechend ausweisen kann, welcher Beitrag sozusagen der Originalartikel ist. Wenn jetzt Google bemerkt, dass so ein Beitrag mehrfach vorhanden ist, dann wird in der Regel einfach nur mehr dieser Beitrag beibehalten, den Google als ersten indexiert hat und der andere nicht. Das ist grundsätzlich diese Duplicate-Content-Thematik und das ist auch der Grund, wenn man Homepages optimieren will, warum man niemals ein und denselben Text und auch keinen nur leicht abgeänderten Text mehrfach verwenden sollte. Was hat das mit LinkedIn zu tun? Das betrifft in erster Linie die Artikel. Um das Thema genauer zu beleuchten, muss man sich erstmal vor Augen halten, welche Inhalte überhaupt indexiert werden. Früher war es eigentlich so, dass einzelne Status-Updates nicht für Google öffentlich sichtbar waren. Das hat LinkedIn geändert. Ich nehme an, damit experimentieren sie auch noch teilweise. Und diese Status-Updates sind natürlich nicht besonders gut auffindbar. Also es sei denn, es gibt einen Direct-Text-Match. Anders verhält sich das und auch nur Status-Updates, die öffentlich gepostet werden. Also nicht die eingeschränkt nur für die eigenen Kontakte sichtbar sind. Diese Funktion wird aber ohnehin sehr, sehr wenig verwendet bei LinkedIn. Naja, bei den Artikeln, wie gesagt, die sind immer öffentlich. Eigentlich, die Artikel sind ja eine Möglichkeit in erster Linie, sage ich immer, für Leute, die keine eigene Homepage haben, keine eigene WordPress-Seite oder ähnliches, auch eben sehr einfach längere Texte mit Bildern, mit Videos publishen zu können. Die Artikel haben keine Längenbeschränkung. Jetzt ist es aber so, dass sehr häufig Unternehmen oder auch eben Einzelpersonen auf die Idee kommen, ich stelle die Artikel, die ich ohnehin mit viel Liebe und Mühe für meine Seite produziere, auch auf LinkedIn rauf. Das ist wie gesagt deshalb keine gute Idee, weil dadurch, dass diese Artikel öffentlich indexiert werden, passiert eines von zwei Dingen. Entweder der Artikel taucht bei dir auf der eigenen Homepage nicht mehr im Index auf oder der LinkedIn-Artikel wird nicht indexiert. In der Regel wird es so sein, da LinkedIn.com eine sehr, sehr starke Domain ist, dass tendenziell eher der LinkedIn-Artikel indexiert wird. Wenn du Artikel nutzen möchtest, und die haben übrigens keine sehr, sehr große Verbreitung im Feed im Vergleich zu normalen Status-Updates, aber eben wie gesagt, sind eine tolle Möglichkeit, längere Texte zu posten, dann musst du dir auf jeden Fall den Aufwand machen, entweder exklusive Beiträge für LinkedIn zu verfassen oder wenn du beispielsweise einen längeren Guide hast, dann bietet es sich natürlich auch an, vielleicht eine Kurzversion oder eine Checkliste oder so als LinkedIn-Artikel zu machen und von dort dann auf die
längere Ressource zu verweisen. Aber Takeaway von dieser Frag den Ritchie-Ausgabe: Artikel doppelt posten, auf LinkedIn als Artikel und auf der eigenen Seite oder irgendwo anders. Very bad idea. Andererseits, wie gesagt, wenn du ansonsten keine Möglichkeit hast, ich sage immer, Medium, LinkedIn-Articles und Google-Sites, das sind eigentlich die drei einfachsten Möglichkeiten, schnell, schmerzlos und auch kostenlos indexierbare, längere Inhalte im Netz zu veröffentlichen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder generell Fragen zu LinkedIn, shoot me a direct message oder unter datenschmutz.net/LinkedIn-Show hast du auch die Möglichkeit, über das Formular eine Frage anonym zu stellen. So habe ich diese Frage heute auch bekommen. Also datenschmutz.net/LinkedIn-Show und nebenbei bemerkt, auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show gibt es seit heute auch die Vorschau auf die kommenden Shows bis Mitte Juli. Ja, so weit war die LinkedIn-Show noch nie vorausgeplant. Also euch erwarten in den nächsten Wochen sehr, sehr spannende Gästinnen und Gäste. Nächste Woche Richard Blöß, übernächste Woche Mario Meyer und dann am 11. Juni, Feiertag, Geburtstag, dann geht's los mit weiteren Infos zur Challenge 44 und einem fantastomatischen Geburtstagsspecial. Aber damit back to basics, beziehungsweise bevor ich mit Christopher plaudere über Recruiting im Vertrieb, über Chancen in der Krise, habe ich noch eine Neuigkeit bei LinkedIn für euch, die garantiert ganz, ganz besonders spannend ist für alle Video-Creators. Ich sag mal, die Auskunftsfreude von LinkedIn in Sachen Statistik ist nicht rasend groß. Man bekommt zwar Daten auf einer Per-Post-Basis, wenn man die wirklich strukturiert und sinnvoll auswerten will, dann müsste man die immer händisch in ein Excel-Sheet nachtragen. Da nimmt Shield sehr viel Arbeit ab. Das einzige externe Analyse-Tool für LinkedIn kann ich wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Aber die grundlegende Frage ist natürlich trotzdem, welche Daten gibt LinkedIn überhaupt her über die API? Shield ist da whitelisted und das war bei Videos bislang sehr bescheiden und ist nun, ich sag mal, ja, nicht überbordend viel Information, aber doch deutlich mehr als vorher. Schauen wir uns das mal im Detail an. Wie präsentieren sich die neuen LinkedIn-Statistiken? Im Wesentlichen so, also dieser Screen, dieses Pop-up, das seht ihr dann, nachdem ihr bei einem Video, und dieses Video jetzt, vor 3 Tagen habe ich das gepostet, da hattet ihr ja bisher immer schon die Anzeige der Views und dann gibt es darunter eben noch diesen Statistik-Link, den man nur selber sieht. Und wenn man hier draufklickt, dann poppt eben das ab, popping up and down like a clown. Okay, da seht ihr mal die Zahl der Reactions, nicht so weiter überraschend, die Zahl der Kommentare und die Zahl der Shares. Interessant ist jetzt allerdings dieser Punkt Video Performance. Der ist nämlich neu aufgegliedert. Zum einen in die Minutes, in die Watch Minutes Lifetime, das heißt, wie viele Minuten wurde dieses Video insgesamt gesehen, die aggregierte View Times sozusagen, also auch das, was YouTube bei den einzelnen Videos angibt. Dann hier die Lifetime Views und die Lifetime Viewers. Genau wie von Online-Statistiken gewohnt, sind natürlich die Views, auch wie bei Analytics, die Page-Views, in der Regel niedriger als die Unique-Views. Da es doch dann immer wieder den einen oder anderen Nutzer gibt, der mal reinschaut, wieder geht, wieder reinschaut. Aber im Großen und Ganzen unterscheiden sich, wie ich jetzt feststelle, bei meinen Videos diese Zahlen hier nicht so rasend. Der aktuelle Tag ist hier bereits inkludiert. Es gibt also laut LinkedIn keinen Lag, sozusagen Echtzeit. Statistik. Und spannend ist, wenn man da jetzt mal genauer hinschaut, bei der ersten Zahl, bei diesen Lifetime Minutes, Total Minutes, this video has been watched, including views, less than 3 seconds, includes sponsored and organic distribution. Das gilt für alle drei. Da wird immer die organische Reichweite des Videos mit der Sponsored Reichweite, wenn ihr das Video denn bewerbt, zusammengezählt. Und das ist hier nicht aufgegliedert. Und wie gesagt, hier in dieser Gesamt-Lifetime, da sind auch die Views unter 3 Sekunden drin.
diese magische 3-Sekunden-Grenze, die hat sich ja im Internet als ein de facto Standard für die View-Zählung etabliert. Und muss ich jetzt vorstellen, wenn ein Video im Feed häufig hergezeigt wird und viele Nutzer da drüber scrollen und nicht wirklich mitschauen, aber ich sage mal in normalem Tempo scrollen, dann entsteht da auch sofort eine halbe Sekunde oder eine Sekunde View-Time und die wird hier eben mitgezählt. Ich sage mal relativ wertlose View-Time. Anders bei den Lifetime-Views, hier Number of times this video was watched for more than 3 seconds, including sponsored and organic distribution, wiederum. Ganz dasselbe bei den Unique Views, auch hier geht es nur um people who watch this video for more than 3 seconds. Wiederum organisch und gesponsert. Und dann habt ihr hier noch eine Verlaufsgrafik, die sozusagen über den Verlauf der Zeit, ja, dieses typische Newsfeed Degrading eben anzeigt. Der Audience Tab, den es schon früher gab, der ist auch weiter vorhanden. Also was waren die Top-Unternehmen, Job-Titles und Locations der Personen, die dieses Video angesehen haben. Und ja, das war es dann auch schon. Was es nicht gibt und was natürlich ganz, ganz spannend wäre, wären die typischen, hallo Wolfgang, sehr, sehr gern geschehen, wären die typischen ja, Absprungpunkte, Breakpoints, wann verliert man Zuseher. Selbst wenn ihr jetzt diesen Counter im Auge behält, der sagt ja nicht aus, wann steigt jemand aus. Wenn jetzt beispielsweise der Counter von 7 auf 6 runtergeht, dann kann das ja heißen, 4 Personen haben den Player geschlossen oder die Seite und zugleich sind 3 dazugekommen und so weiter. Also diese Zahl sagt das ja wenig aus. Wäre natürlich spannend, hier noch die Ein- und Ausstiegspunkte kennenzulernen. Man muss auch dazu sagen, und das war jetzt, was ich euch hier gezeigt habe, ist ein normales Video, also eines dieser Videos, die man hochladen kann, die bis zu maximal 10 Minuten dauern. Ich habe mit einiger Freude festgestellt, dass LinkedIn diese erweiterten Statistiken auch für die Lives anbietet. Heute am Vormittag war Thomas Geiswinkler bei LinkedIn zuständig für Recruiting und Employer Branding in Österreich. Bei mir Gastvortragend in der Vorlesung, ein großartiger Vortrag über Storytelling für Unternehmen. Könnt ihr auch nachsehen bei mir im YouTube-Channel. Und das war eben von heute in der Früh und auch hier ist es wiederum so, muss ich neu laden, Vorführeffekt, passiert manchmal, dass der View-Link nicht eingeblendet wird. So, hier haben wir hier drüber das Posting in der Gruppe und hier also das Original-Posting von Thomas Gastvortrag, ein Live, das ich heute über Zoom gestreamt habe und auch wenn man jetzt hier draufklickt auf diese Live-Views, poppt dieses Fenster auf mit der Video-Performance eben 18 Live-Viewers Peak. War natürlich über mehrere Plattformen gestreamt. Meine Studenten schauen über Twitch zu. Ja, auch wiederum die Minutes Lifetime, die Views Lifetime und die Viewers. Also im Wesentlichen dieselben Statistiken. Hier diese Verteilung allerdings bei den Lives, da sieht man schon ganz gut oder würde man jetzt ganz, ich sage mal, das ist eine relativ normale Verteilung auf niedrigem Level, aber das würde man jetzt schon ganz gut sehen, wenn irgendein, weiß nicht, ganz blöder Witz unter der Gürtellinie kommt und plötzlich die Hälfte der Zuseher droppt oder so, dann könnte man das natürlich schon zusammenführen. Also solltet ihr jetzt alle sofort aussteigen nach der Rubrik Hack der Woche, dann weiß ich, diese Rubrik muss gestrichen werden. Oder in einem Teil Europas ist die Internetversorgung zusammengebrochen. Man muss natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein bei der oder mit der Interpretation solcher Statistiken. Tja, und damit wären der Hack der Woche und Frag den Richie abgefrühstückt. Na, eigentlich komisch, dass das ein abwertendes Wort ist. Ich persönlich frühstücke sehr, sehr gern. Mittlerweile geradezu süchtig nach Kuffa, wie die Katalanen sagen. Erdmandel, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber ich schweife ab in kulinarische Gefilde. Wir kommen wieder zurück zum eigentlichen Kern der Sendung, zu meinem heutigen Gast. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil eben, wie bereits erwähnt, ich selber schon lange ein Fan von Christophers Podcast bin, Vertriebsfunk, natürlich geht es da um Vertriebsthemen, natürlich geht es um Recruiting-Themen, aber, und das ein kleiner, nein, kein Spoiler, ein kleiner Vorgriff auf Mario, der ja auch mit der Lead Generation so zu tun hat,
ich komme immer mehr drauf, die wirklich spannenden Experten, das sind lauter Leute, die auch sagen, Marketing, Vertrieb, diese Silo-Denken, die Grenzen müssen eingerissen werden. Und ich selber lerne einfach auch wahnsinnig viel von Christophers Podcast. Auf meiner Stirn steht Hashtag Marketing, Hashtag Content-Strategie. Christopher, wie gesagt, Recruiting und Sales. Aber ja, können sich sehr gut befruchten, diese beiden Gebiete. Und damit, enough said, hört euch an, was Christopher zu erzählen hat. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil unseres Gesprächs. Lieber Christopher, herzlich willkommen bei mir in der LinkedIn Show. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute zu Gast habe, weil ich bin schon lange Fan deines Podcasts Vertriebsfunk. Du bist Experte für Recruiting im Vertrieb. Vielleicht erzählst du mal, wie deine eigene Karriere so verlaufen ist, wie die Entwicklung war, bevor du dein Unternehmen Xenagos gegründet hast. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich bin nämlich auch Fan von dir. Das passt. Danke schön. Gucken wir mal. Ich bin ja bei LinkedIn, bin ich ja quasi auf all deinen Posts dabei. Also sehr, sehr cool. Es ist so, wie es bei den meisten Vertriebspositionen ist. Also die wenigsten Kinder sagen im Kindergarten, wenn man sie fragt, was sie mal werden wollen, ich will mal Verkäufer werden. Ja. Und auch die wenigsten Studenten, wenn man sie fragt, was willst du mal werden, sagen, ich will Verkäufer werden, sondern du kommst dann irgendwie aus anderen Wegen da rein. Es gibt jetzt auch schon Studiengänge für Vertrieb, das finde ich super, aber meistens kommen die Leute irgendwie von der Seite in das Thema rein. Das war bei mir auch so. Ich habe BWL studiert, habe dann bei einem Startup angefangen in Frankfurt, bei der Firma Jobpilot. War damals ein 4-Mann-Unternehmen. Wow. Und wir haben das dann hochgeblasen innerhalb von, also 97 habe ich angefangen, 2001 waren wir 600 Mitarbeiter. Mit Niederlassungen in 15 Ländern. Ich war erst Assistent der Geschäftsführung und habe dann mich um die Webseite gekümmert. Mhm. Damals hatten wir so 20 Millionen Visits im Monat. Also das war schon. Es war nur die Zeit, wo das ja ganz neu war und ja, erst, auch noch vor dem ersten Internetboom. Wow. Na ja, gut, schon vor Google. Ja. Vor Google. Ja. Da gab es noch kein Google. Wow. Google kam, glaube ich, 2001 oder so, ne? Da haben Suchmaschinen noch, da hat man noch Mailboxen gekriegt und alles Mögliche und Kataloge und nicht nur das Suchfeld. Ja, die erste Job, die ich hatte, da war die Katalogeinträge pflegen von damals Jobpilot. Ich musste immer in die ganzen Kataloge reingehen. Es gab Yahoo, ne, war ja so der größte Katalog. Mega wichtig, das war mega wichtig damals. Ja, genau. Ja. So, und dann kam ja dann wieder mal eine Krise, oder das war eigentlich meine erste Krise, 2001, der 11. September. Mhm. Ist ja dann auch relativ nah mit dem New Economy Ende zusammengefallen. Wir hatten noch einen Börsengang gemacht, aber dann ist das alles mega in den Keller geraucht, ne? Also die Umsätze, aber auch die Kurse. Also wir hatten wirklich Wochen, wo der Börsenkurs, also der Börsenwert des Unternehmens niedriger war als das, was wir an Barvermögen auf der Bank hatten. Ja. Ja, ich war zu der Zeit bei Libro Online, das war ähnlich der große Crash. Also das war wirklich surreal. Und dann sind halt auch viele Leute weggegangen, die Firma ist dann an Adecco verkauft worden. Adecco, mega, mega vertriebsgetriebenes Unternehmen, als Zeitarbeitsunternehmen, größtes Zeitarbeitsunternehmen der Welt damals. Weil du hast ja im Prinzip, wenn du jemanden zum Kunden schickst, kannst du ihm ja nichts zeigen. Es geht nur darum, dass der Verkäufer halt Vertrauen aufbaut. Und dann haben sie mich halt gebeten, den Vertrieb zu übernehmen, weil ich so einer der letzten Führungskräfte war, die noch da waren. Und dann habe ich da im Schnellverfahren Krisenvertrieb gelernt, weil es ging halt dann auch massiv abwärts. Mhm. Und habe da halt ja eigentlich nie wirklich aktiv im Verkauf gearbeitet, sondern direkt als Vertriebsleiter eingestiegen, was nicht optimal ist. Aber dann halt sehr, sehr schnell gelernt. Und 2005 hat Adecco den Laden dann an Monster verkauft. Deswegen kennt Jobpilot eigentlich keiner mehr. Monster war auf Platz 4, Jobpilot war immer auf Platz 1 in Deutschland. Und der Tag der Verkündigung des Verkaufs, das ist ziemlich genau jetzt 10 Jahre her. Nee, Quatsch, das war 2004. 2004 war das. 16 Jahre schon her dann. Ja, war mein letzter Arbeitstag. Also an dem Tag haben sie gesagt, okay, du kommst nicht mehr in dein Büro rein, du bist freigestellt, verpiss dich. Das hört man gern. Ja. Ja. Wow. Und das war ja dann auch irgendwie eine Niederlage, also das, aber ja, im Endeffekt, natürlich, ja. wenn sie das nicht getan hätten, also erstmal war der Job natürlich nur begrenzt lustig, ne? Wenn es immer nur, ne? Wir hatten ja von 2001 bis 2005 eigentlich relativ wirklich schwierige Zeiten, ne? Also da hatten wir kein wenig Wachstum und so weiter. Und genau in der Zeit war ich Vertriebsleiter, das war nur teilweise lustig. Und ich hatte eigentlich schon immer zu meiner Frau gesagt, ich will eigentlich was anderes machen.
Aber die haben halt gut gezahlt. Ich war dann halt auch Country Manager Germany. Ja. Und dann denkst du halt immer so, ja, nee, aber ja, also ich würde schon gerne, aber da musst du dich halt immer schubsen. So, und dann habe ich dann halt so, also ein Jahr später dann quasi die Firma Xenagos gegründet, weil ich damals schon auch immer Probleme hatte, gute Verkäufer zu finden und ich keine Personalberatung gefunden habe, die wirklich was von Verkauf versteht. Dann habe ich gesagt, okay, dann musst du es halt selber machen. Und das war dann für dich, in der, gut, als Vice President hast du natürlich viel schon zu tun gehabt mit Unternehmensentwicklung und so weiter, aber war das schwierig, die ersten Kunden zu finden, für die du dann Vertriebsmitarbeiter recruited hast, oder ging das relativ schnell los? Weil so wie du gesagt hast, es ist ja ein neuer Bereich, die Studiengänge gibt es ja auch noch nicht so lange, die spezifischen Ausbildungen für Sales, für Vertrieb. Ja, also ich habe es wirklich klassisch gemacht. Ich habe wirklich, ich habe an Ende 2004 habe ich Salesforce gekauft, so eine Startup-Lizenz. Und habe dann quasi zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie 1000 Leads ins System gekloppt. Also einfach Stellenanzeigen mir angeguckt und gesagt, interessante Unternehmen, die Vertriebspositionen suchen. Da muss man auch sagen, also dann ab Ende 2004, 2005 ging es mit der Wirtschaft da wieder ein bisschen aufwärts, weil es auch eine gute Zeit anzufangen. Wir haben uns dann wirklich in der 2. Januarwoche 2005 in einer befreundeten Agentur, die sich dann auch ein bisschen übernommen hat mit ihren Flächen, die hatten also auch so ein Riesenbüro frei. Da standen nur Tische und Telefone. Dann haben gesagt, ja, kannst du ruhig von da aus machen irgendwie. Ne? Und dann, immer wenn wir Besuch bekommen haben, haben wir immer da so ein Papierschild draufgeklebt über deren Schild. So aus, als wäre das unsere Location. Und haben dann angefangen zu telefonieren. Also wir haben dann wirklich Code-Calling gemacht, von morgens bis abends. Und dann haben wir ungefähr, ich glaube, nach 3 Wochen das erste Angebot verschickt. Und nach 6 Wochen haben wir den ersten Kunden gehabt. Das hört sich jetzt schnell an, aber machen wir 6 Wochen Code-Calling. Das ist nicht lustig. Und dann haben wir aber wirklich eine Pipeline gehabt und haben dann auch schon die ersten Leute eingestellt, die dann auch ein bisschen was für uns gemacht haben. Und so haben wir das Ding eigentlich aufgebaut, also wirklich mit von null. Und als ich den ersten Kunden akquiriert habe, hatte ich noch keine Website. Aber das ist doch in Wahrheit auch mega spannend. Ich meine, heute reden alle von Agile Development und Quick Go-to-Market und so. Das ist eigentlich die Phase dann, wo du auch merkst, ob es das Bedürfnis gibt für das Ding, das du überhaupt sehen willst, oder? Das sage ich meinen Coaches ja auch immer, ne? Also, ja, aber wir haben noch gar keinen richtigen Namen, nicht so scheiß drauf, ja? Ruf mal ein paar Kunden an und sprich mit denen, dann lernst du so viel, ja, was der Markt dir sagt und so. Ich habe schon so viele Unternehmen gesehen, die hatten dann echt den Namen super recherchiert, eine mega geile Webseite aufgebaut, schon die europäischen Markenrechte auf 100 Jahre gesichert, dann waren sie aber leider pleite, weil sie keine Kunden gefunden haben, ja? Jetzt ist mir eingefallen, Minimum Viable Product heißt das, glaube ich, oder? Dass du zuerst mal, ja, das hat schon sehr was für sich. Ich habe auch schon Verkäufer. Ja, ich kann nicht zum Kunden raus, weil ich habe keine Visitenkarten. Ich so, stimmt, ja. Ja. Aber das heißt, so gesehen bist du ja jetzt schon ein alter Hase in der Selbstständigkeit. Danke. Ich weiß nicht, wir kennen uns noch nicht so lange. Du machst deinen Podcast, den Vertriebsfunk, jetzt schon einige Jahre, oder? Ja, seit Anfang 17. Wow. 2,5 Jahre jetzt, 2 Jahre. Sind, glaube ich, 350 Folgen oder sowas. Ja. Wow. Ja, so vor 2 Jahren habe ich das erste Mal irgendwie gelesen, dass Podcasts beginnen werden zu boomen. Seit einem Jahr reden alle davon. Was war da der Auslöser, dass du dich für das Format entschieden hast? Hast du selber Podcasts gehört vorher? Okay, ja. Klassiker. Ich war eine Zeit lang sehr viel im Auto unterwegs, also sehr viele Termine draußen wahrgenommen. Das war noch, bevor wir jetzt hier den nächsten Wachstumsschub gemacht haben und ich das halt delegieren konnte, weil ich halt auch da wieder selber rausfinden wollte, wie es geht. Und dann haben wir überlegt, okay, wie wäre es denn, wenn ich mich jetzt mal eine Woche lang ins Auto setze und nur Kundentermine mache? Wie würde sich das denn auswirken? Ne? Dann haben wir das mal einen Monat gemacht und dann so, es funktioniert, wir kriegen echt mehr Aufträge. Ich habe da noch keinen, der das aus mir machen konnte. Dann habe ich wirklich dann ja fast ein Jahr, so 3-4 Tage im Auto gesessen, bin echt super viel gefahren und irgendwie Radio geht ja dann gar nicht mehr. Das macht dich, nach einer Stunde bist du echt Baller im Kopf, ja, weil du immer dasselbe hörst. Ne? Und dann habe ich halt mit Hörbüchern angefangen und irgendwann, also Romane, und irgendwann mich dann zu Podcasts gewechselt und gedacht, wie geil ist das denn? Du hast echt zu jedem Thema, das dich interessiert, hast du irgendjemand, der dir das bis ins Detail erklärt, for free. Ja? Egal, was es ist, ja, wie Briefmarken, Chamäleons, natürlich Vertrieb, Geschäftsaufbau und so weiter. Es gibt wirklich zu jedem, es gibt, glaube ich, 10.000 Podcasts jetzt, 100.000 Podcasts gibt es in Amerika, 100.000 Podcasts.
Das heißt, du hast eigentlich zu jedem Thema und Unterthema eigentlich immer jemanden, der es halt ziemlich genau weiß und der es dir auch noch mehrfach erklärt. Ich glaube, diese 100.000, das sind aber sogar nur die, die wirklich regelmäßig aktualisiert werden. Ja. Muss auch dazu sagen, ich komme eher aus der Marketing-Kommunikationsecke und habe natürlich mit Vertrieb und Sales auch viel zu tun, was deinen Podcast, finde ich, sehr, sehr reizvoll macht. Der ist, wie soll ich sagen, interdisziplinär, ausgesprochen spannend. Da lerne ich als Marketer auch viel davon. Bei dir geht es natürlich immer wieder um Recruiting. Du hast auch spannende Interviewpartner, aber da ist auch, so wie du es jetzt gerade vorher gesagt hast, man findet zu jedem Bereich Leute, die dir da sehr viel erzählen, for free. Ich habe da bei dir schon wahnsinnig tolle Hands-on-Tipps gekriegt. Ich habe keinen Vertrieb, den ich strukturieren muss, keine Mitarbeiter, sondern einfach nur Verkaufsideen oder Ansätze, die ja für ein EBU natürlich genauso wichtig sind. Also an dieser Stelle, das ist jetzt keine Frage, an dieser Stelle nur die dringende Empfehlung, okay, Vertriebsfunk zu abonnieren in eurem Podcast-Reader. Aber meine eigentliche Frage, momentan, wir in Österreich, glaube ich, jetzt schon ein bisschen vor euch in Deutschland, sind Steuern langsam, aber jetzt wieder absehbar auf das Ende des Lockdowns und der Corona-Maßnahmen zu. Wie hat sich das bei dir, du bist ja im Vergleich zu vielen anderen Vertriebskollegen online recht stark vertreten, hat sich das aber geschäftlich auch ausgewirkt jetzt, oder? Ja, klar. Ich nehme mich auch vor dem Hintergrund, es gibt ganz wenig Unternehmen, glaube ich, die jetzt virtuelle Onboarding-Prozesse hatten. Die meisten haben doch eigentlich ihr Recruiting mal on hold gestellt, oder? Ja, also wie gesagt, gut, wir haben natürlich eine ungünstige Gemengelage. Wir haben eine Situation, die es so noch nie gegeben hat. Niemand weiß so genau, wie das Ganze ausgeht, aber das ist ja meistens so. Ne? Wir haben eine massive Unsicherheit im Markt und das Erste, was du dann eigentlich oft abklemmst, ist erstmal alles, was mit externen Beratern zu tun hat und natürlich auch Recruiting. Wenn du sagst, okay, ich kann meine Verkäufer gar nicht rausschicken, wieso soll ich dann neue einstellen? Ne? Oder was weiß ich. Ne? Und dann hast du natürlich Sektoren in der Wirtschaft, die natürlich echt sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Also Tourismus, Events, Gastro, Hotels. Ich meine, die machen jetzt erstmal gar nichts mehr. Die kämpfen halt ums Überleben, was Recruiting dann oft nicht so das Erste, mit dem sie sich beschäftigen. Ne? So, und dann hast du, also das ist so meine Einschätzung, wenn ich mir den Markt so angucke, dann hast du ungefähr 30%, das sind so ungefähr 30% der Unternehmen, die sagen, okay, momentan, dass wir irgendwie durchkommen. Und da werden es auch nicht alle schaffen. Dann hast du 30% der Unternehmen, das ist so wie wir sind betroffen, aber wir werden es aller Wahrscheinlichkeit nach überleben. Ne? Und dann hast du 30% der Unternehmen, die eher davon profitieren. Also ich kenne echt Leute, die arbeiten ohne Ende, weil sie es gar nicht mehr abgearbeitet kriegen, die ganze Nachfrage. Maskenhersteller. Maskenhersteller, Pharmahersteller, die ganzen, die Tests produzieren und so weiter. Und, aber auch teilweise im Bau, im Softwareumfeld und so weiter. Also es gibt auch, die massiv profitieren oder halt einfach gar nicht betroffen sind. Ne? Also ich habe jetzt auch im Mittelgrund mit einer Softwarefirma gesprochen, die haben gesagt, ja, die Sales-Pipeline ist so ein bisschen langsamer als sonst, ja. Aber ansonsten ist eigentlich alles so wie immer. Ne? Ja. Also, wie gesagt, wir sind in der Mitte. Also wir haben jetzt April war noch okay. Also beim April waren wir ungefähr bei 50% unter Plan von dem, was wir uns vorgenommen hatten, Umsatz zu machen. Wir sind halt in Kurzarbeit gegangen, haben gesagt, okay, das kriegen wir einigermaßen hin. Der Mai wird wahrscheinlich noch schlechter werden. Also das im Moment ist wirklich so alle tote Hose. Also ich glaube, im April haben die Leute noch gesagt, naja, so schlimm wird es nicht werden. Jetzt schon bald zu Ende sein. Ja, und morgen merken wir jetzt so, scheiße, es sieht doch irgendwie doof aus. Ja. ich persönlich bin eigentlich optimistisch, weil es ja eigentlich die erste Krise ist, die wir selber gemacht haben. Das ist ja das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach nichts mehr. Ja? Und ich hoffe mal, und wie gesagt, deswegen kann auch niemand prophezeien, was passiert, wir sagen, jetzt machen wir wieder was. Ja, wie es dann ausgeht. Genau, das ist ja ein großes Fragezeichen. Also bei uns in Österreich, wo ich jetzt die Verordnungen recht genau mitverfolgt habe, was mich in erster Linie betrifft und viele Kollegen, sind natürlich die Vor-Ort-Workshops, weil sehr vieles passiert über Zoom. Die Kunden, die jetzt bei mir im Juni Workshops gebucht haben, die wollten alle, obwohl es sicherlich möglich sein würde in Kleingruppen, die wollten es auch alle online weitermachen. Ich glaube, es ist generell jetzt die Phase der Verunsicherung auch für viele Branchen. In Österreich
Riesenprotest momentan auch natürlich aus der Kultur, Musikecke und so weiter. Das sagen, wenn sich die Leute in den Baumärkten drängen, warum dürfen wir die kleinen Theater nicht aufsperren mit einem Platz dazwischen? Da sind sicher noch viele Fragezeichen in der nächsten Zeit. Ja. Ja. Und wie man es ja so damals gesehen hat, auch mit der New Economy, die Gesamtwirtschaftslage kann ja dann auch andere Branchen, die an sich noch, ja, schauen wir mal, ich bin auch Optimist, aber niemand weiß genaueres. Ja, also es gibt eigentlich drei Sachen, habe ich in meinem Podcast gesagt, die sicher sind. Also das erste ist, du wirst wahrscheinlich nicht sterben. Höchstwahrscheinlich wirst du nicht sterben. Ja. Das zweite ist, diese Krise wird irgendwann zu Ende gehen. Ja, und also ich habe, das ist jetzt meine vierte Krise, die ich mitmache. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ja, ja. Und ich weiß, als 2009, ziemlich genau um die Zeit, war ja die Finanzkrise. Ne? Die Lehman Brothers ausgelöste Finanzkrise. Genau, ja. Da war die Finanzkrise und ich kann dir sagen, das war von der Stimmung her nicht viel anders als jetzt. Mhm. Also da gab es Zeitungsartikel, die gesagt haben, das ist die Kernspitze der Wirtschaft, wir stehen nie wieder auf. Also am besten kaufst du dir einen Sack Kartoffeln und gräbst im Garten schon mal ein Loch und fängst Kartoffeln zu pflanzen, weil alles wird untergehen. Und eigentlich war nach 4 Monaten, waren wir eigentlich wieder einigermaßen on track. Das wird jetzt hier wahrscheinlich anders sein, weil es natürlich auch ein anderes Thema ist. Aber wahrscheinlich ist das Loch doch, also meine Vermutung ist halt, dass das Loch nicht so tief ist, wie es ist. Also das ist das Zweite, diese Krise wird zu Ende gehen. Das Dritte ist, wenn diese Krise zu Ende ist, wird es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Unternehmen geben. Ja? So, und die Frage ist, zu welchem dieser Teile möchtest du gehören? Willst du zu den erfolgreichen gehören? Willst du zu den weniger erfolgreichen? Wenn du zu den erfolgreichen gehören willst, ist die Frage, was kannst du denn jetzt genau machen, damit du dazugehörst? Und das finde ich immer eine schöne Handlungsanweisung. Ja, absolut. Das ist jetzt abwarten und dann mal weiterschauen, was passiert. Das ist, ich glaube, das ist zu einer Krisenzeit keine gute Idee, aber auch generell im Normalbetrieb eigentlich nie eine besondere. Ja, und ich habe ja schon mit einem Bekannten gesprochen, der hat so einen Hygienevertrieb. Ne? Mhm. Und der hat gesagt, du kannst bei den Gastronomen genau sehen, wer von denen überleben wird und wer nicht. Das glaube ich, ja. Ja, die überleben werden, die haben sofort angefangen, ihre Läden zu renovieren, neu zu streichen, zu modernisieren, zu digitalisieren und so weiter. Und die anderen, die haben einfach den Laden zugesperrt und sind nach Hause gegangen. Ja. Ja, bei uns ist ein Wirtshaus eigentlich, das mein Lieblingswirtshaus in der Nähe, so klassische Wiener Küche gehoben. Der hat sich in der kürzestmöglichen Zeit eine Lizenz als Kreislerei geholt. Der darf dann warmes Essen hergeben zum Liefern. Habe ich ziemlich smart gefunden. Also, das hat irgendwie 2 Wochen gedauert und da stehen natürlich jetzt die Schlangen vor der Tür mit ausreichend Abstand und nehmen sich ihr Gulasch oder ihren Schweinsbraten eben so mit. Ja. Ja. Das ist eines der Dinge, die ich an der LinkedIn-Show am allermeisten mag. Ich komme immer jede Woche dazu, Gespräche mit super interessanten, wirklich großartigen Gesprächspartnern zu führen. Wie gesagt, Silo-Denken ist vorbei. Marketing, Vertrieb, CSA natürlich, Customer Service, alle Unternehmensbereiche werden immer enger verzahnt und müssen immer besser koordiniert werden, um in dieser digitalen Kommunikationswelt erfolgreich bestehen zu können. Hallo Oliver, hallo Miro. LinkedIn Show wird auch mobil gehört. Hallo Wolfgang, danke für die Info bezüglich des Hacks der Woche. Wolfgang hat vorher geschrieben, die Videostatistiken sind nur für Premium-Accounts zugänglich. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde mich nochmal erkundigen. Es kann auch sein, dass das Feature noch nicht für alle ausgerollt ist. Soweit ich gelesen habe, sollte es an sich für alle Nutzer verfügbar sein. LinkedIn will ja tendenziell die Video-Creators fördern. Ist ja immer noch ein recht kleiner Prozentsatz an Nutzern, die Videos posten. Wobei, da werden wir heute bei den Status-Updates der Woche auch noch darauf zurückkommen. Der gesamte Aktivitätsindex, also die Nutzer, die engagen, wie es in der Terminologie von LinkedIn so schön heißt, der ist in den letzten Monaten wieder rasant gewachsen. Aber dazu später mehr. Vorher aber noch mal ein Hinweis für die später zugestiegenen Zuseher auf Dreisat quasi. Vor 11 Wochen war Diana Roth, übrigens hallo Diana, auch bei uns in der Zuseherrunde heute dabei, bei mir zu Gast in der LinkedIn-Show. Ich habe mittlerweile auch die Shownotes gepostet, ihr findet auch den Link zu dieser Ausgabe hier. Und Diana hat ihr Buch vorgestellt, zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, hat Finger drüber, so dick die Arbeitswelt. Ein wirklich sehr, sehr lesenswertes Buch, gleichermaßen für HR-Insider als auch
für alle, die sich etwas besser über die internen Vorgänge bei der Personalsuche informieren wollen. Ja, und ich sage das natürlich nicht ohne Grund. Hier eine Ausgabe von Janis Buch. Wir beginnen heute in dieser Ausgabe der LinkedIn-Show. Und alles, was ihr dazu tun müsst, ist einen Kommentar schreiben. Und wir haben bereits einige Zuseher für heute im Lostopf. Viel Glück. Ansonsten kann man sich das Buch auch auf Amazon bestellen. Ist wie gesagt, es ist nicht nur aufschlussreich und enthält sehr viele Informationen, es ist auch sehr unterhaltsam zu lesen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Gesprächs mit meinem heutigen Interviewpartner, Christopher Funk, Vertriebsexperte bzw. Experte für Recruiting im Vertrieb, ist jemand, der nicht erst seit vorigen Monat oder vorigen Jahr selbstständig ist, der schon einige Krisen kennengelernt und erlebt hat. Und ja, man kann rumsitzen und warten, dass sich irgendwas ändert, oder man nützt jede Gelegenheit, die sich bietet. Wir sind da beide eher Team-Gelegenheit nutzen. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Lieber Christopher, bevor ich deinen, oder andersrum gesagt, wir haben uns zuerst auf LinkedIn kennengelernt, dadurch bin ich dann auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Du verwendest ja LinkedIn auch recht intensiv, ist natürlich im Bereich Recruiting, Vertrieb ist es klarerweise besonders naheliegend. Wie setzt du die Plattform ein, was bringt LinkedIn dir bzw. deinem Unternehmen? Also ich glaube, wenn du es wirklich jetzt ausrechnen würdest, weil die Diskussion haben wir ja auch oft, ne? Also ich koste natürlich eine Menge Zeit. Klar, ja. Wir schätzen, dass ich bestimmt eine Stunde am Tag locker mich damit beschäftige. Teilweise jetzt auch mehr, weil ich merke, es kommt viel mehr über die Inbox rein. Viel mehr Nachrichten jetzt genau. Über die Inbox. Genau. Also wirst du es wahrscheinlich nicht wirklich ausrechnen können, obwohl wir das alles in Salesforce erfassen, also wo kommt es her und so weiter. Ich finde es halt sehr, sehr spannend, quasi den Content, den wir ja eh erzeugt haben als Podcast, den nochmal anders aufzubereiten und den dann quasi dort zu posten und dort natürlich auch nochmal ganz andere Resonanzen zu bekommen. Weil beim Podcast ist es eigentlich so, du sitzt in so einem dunklen Raum, du sprichst in ein Mikro, ja, und erzählst was, aber du kriegst eigentlich so gut wie kein Feedback. Ja, also du kannst ein paar Rezensionen bei iTunes lesen, ab und zu schickt dir mal jemand irgendwie ein Feedback, aber ansonsten ist es im Hall raus, du kriegst aber nie was zurück. Bei LinkedIn hast du das Feedback eigentlich immer sofort. Ja. Du gehst sofort rein, ja, interessantes Thema, kein interessantes Thema oder Ergänzungen, Fragen und so weiter. Du hast eigentlich immer Diskussionen und so weiter und natürlich hast du dazu im Moment echt eine brutale Reichweite. Ja. Also meine Posts haben jetzt so zwischen 5 und 10.000 Views, ne? Pro Post. Wir machen so 3 Posts pro Woche oder sowas. Mhm. Das ist eigentlich, wenn du jetzt ein View mal sagst, okay, das ist tatsächlich jemand, der das gesehen hat, eigentlich gibt es ja nur, das wird ja so durchgescrollt, ne? Dann ist das eigentlich eine größere Reichweite, als der Podcast hat. Ja, und du musst eben, das ist halt eine sehr, in beiden Fällen natürlich eine sehr zielgruppenorientierte Reichweite. Das finde ich auch recht spannend. Das merkt man bei LinkedIn, dass es wirklich gut funktioniert, dass der Algorithmus lernt. Bei dir auch schon längst gelernt hat, der macht Vertrieb und Recruiting und du dann auch die richtige Reichweite kriegst. Ja, und wir pushen das natürlich auch ein bisschen, ne? Ja, klar. Selber auch Aktivitäten auf die Posts draufpacken. Und wie gesagt, es kommt halt auch was zurück. Also es kommen gute Kommentare zurück. Ich habe jeden Tag so zwischen 10 und 15, 10 und 30 Leute, die sich mit mir weit neu vernetzen wollen. Und du siehst aber auch, dass zum Beispiel, wenn du einen Post hast, der irgendwie gut gekommen ist, hast du viel mehr Leute, ja, die sich mit dir vernetzen wollen. Das heißt, es muss irgendjemand auch Leuten gezeigt worden sein, die mich offensichtlich noch nicht kannten. Ne? Also das ist also, um so Stück für Stück Reichweite, Reputation, Kontakte aufzubauen. Und das ist eigentlich das, was ich im Moment sagen kann. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt so und so viel Umsatz gemacht, seit wir uns mit LinkedIn beschäftigen. Aber das ist beim Podcast eigentlich auch so. Also wenn du jetzt wirklich mal rechnest, okay, was haben wir in den Podcast reingesteckt und was haben wir tatsächlich jetzt rausbekommen an Sponsoring-Geldern, an Aufträgen, die gekommen sind und so weiter. Also es sind tatsächlich Aufträge darüber gekommen. Das waren auch meistens große Kunden, die darüber gekommen sind. Ne? Aber wenn du es wirklich gegenrechnen würdest, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, naja, hat sich jetzt nicht gelohnt. Für mich ist das wirklich ein Invest. Invest in die Zukunft, in die Reputation und so weiter.
wir bekommen immer mehr Inbounds, die du nicht genau zuordnen kannst. Also Kunden, die quasi auf Xenagos zukommen, weil sie uns irgendwo gesehen haben, ja, weil wir halt eine Content-Maschine geworden sind. Ne? Ja. Das finde ich sehr spannend, dass eigentlich fast jedes Unternehmen mittlerweile in dieser Situation ist. Ja, ich will jetzt nicht sagen ein Medium, aber zumindest ein Zielgruppenmedium bis zu einem gewissen Grad zu werden, eine Content-Maschine. Und ja, das sieht man halt auch, das bildet, finde ich, ganz gut ab, wer sich gut mit seinen Kunden unterhalten kann. Das ist letztendlich auch eine digitale Unterhaltung. Absolut. Ja. Absolut. Ja, und ich meine, im Endeffekt, wir haben fast nur noch mit Vertrauensgütern zu tun, ne? Wo du immer sagst, genau. Ich muss eigentlich den Menschen vertrauen, mit denen ich da arbeite, ne? Trainer, Consultants, Beratung und so weiter und so weiter. Und ja, wenn du jetzt jemanden hast, wo du irgendwo eine Landingpage findest und sonst nichts über den, da sagen die Leute dann halt auch, nee, dann gehe ich lieber zu dem, wo ich sehe, okay, ne, kann ich mir den Podcast anhören. Ne, meistens ist ja schon ein Thema irgendwo mal aufgearbeitet, ist bei dir ja auch so, dass man sagt, okay, was ist denn mit dem Thema? Ah, hat er schon mal was zu erzählen? Ah, spannend, ja, da will ich jetzt mehr zu wissen. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Ne? Ja, das ist halt auch, das ist, so wie du gesagt hast, das ist eine Investition, das ist die Backline. Wenn ich jemanden sehe, der 3 Podcasts gemacht hat über Vertrieb, dann könnte ich mir denken, okay, der versucht sich da zu positionieren. Wenn ich jemanden sehe, der 200 Folgen gemacht hat, dann ist irgendwie klar, dass der viel über Vertrieb zu erzählen hat. Ja. Aber ich finde, du hast vorhin was sehr, sehr Schlaues gesagt. Das war ich, das Inbound immer mehr, weil ich versuche ja immer bei neuen Kunden, ich frage bei neuen Kunden immer recht genau nach, wie haben sie mich oder wie hast du mich gefunden? Da sind oft Leute, mit denen ich gar nicht vernetzt bin auf LinkedIn, aber wenn du an so ein Customer Journey denkst, ist genau wie du sagst, der hat vielleicht mal vor einem halben Jahr einen Podcast gehört, irgendwas gesehen von dir auf LinkedIn, das ist nicht so genau attribuierbar, wie uns manche Dashboards das glauben lassen, meiner Meinung nach. Ja, das ist so. Ja. 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 Lieber Christopher, ein weiteres Angebot neben deinem Podcast. Ihr habt vor kurzem ein White Paper veröffentlicht auf eurer Seite als Xenagos. Worum geht es da? Ich möchte mal ganz kurz noch einen ganz kleinen Einsprenger machen, weil ich habe einer meiner Coaching-Kunden, der das total cool gemacht, der hat einen Mini-Podcast aufgenommen. Ja, aha. Weil wenn jetzt ein Unternehmer sagt, oh fuck, oder Mist, der hat 200 Podcasts, wann soll ich denn das machen? Aber ja. Der hat wirklich 6 Podcasts genommen, wo er gesagt hat, okay, ich nehme mein Thema und erkläre das ganz genau in diesen 6 Podcast-Folgen und hat nur diesen Podcast veröffentlicht und gesagt, dass er allein darüber jeden Tag eine Anfrage kriegt. Nur über diesen, nur darüber. Wow, ja, wenn das gut aufbereitet ist, das ist natürlich ein, ja. Ja, also auch das ist nochmal eine ziemlich coole, du kannst natürlich dann auch in Social Media und LinkedIn reinpacken, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Idee, was man mit dazu machen kann, weil Podcasts sind suchmaschinenmäßig, laufen echt ganz gut. Ne? Google integriert es jetzt immer mehr. Und du hast halt, wie du auch gerade gesagt hast, halt ein hohes Vertrauen, wenn du jemanden mal eine Stunde auf dem Ohr gehabt hast, sagst du, das ist ja ganz oft, wenn Leute mich anrufen und sagen, das ist so cool, dass ich sie jetzt mal am Telefon habe. Ich höre die Stimme sonst nicht und kann sonst nicht antworten. Das sind halt die positiven Effekte. Ne? White Paper, genau. Also wir haben jetzt natürlich, also es gibt auch einige Unternehmen, diese 30%, von denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, ja okay, gut, das ist eine Krise. Wir haben jetzt schon ein paar Krisen mitgemacht. Wir wissen eigentlich, ne, es wird weitergehen. Und wir haben strategische Wachstumsziele. Und jetzt ist eigentlich genau der Punkt, wo wir sagen können, ja, jetzt sind die Leute viel einfacher zu finden, als wenn alle wieder suchen. Ja. Also das ist aus diesem Lemming-Effekt raus. Und dann haben wir halt da auch Unternehmen, die sagen, okay, aber wie macht man das jetzt am schlausten? Also wenn wir jetzt die Leute, also jetzt kannst du ja eigentlich auch wieder einladen, ne? Aber wie machen wir das am schlausten? Und wir machen eigentlich schon seit über 10 Jahren kontaktloses Recruiting, also Video-Interviews, Telefoninterviews und so weiter und so weiter. Und da haben wir in dem White Paper mal so die Learnings zusammengefasst, die wir jetzt gesammelt haben in den Jahren, wie man es am schlausten macht, also einen idealen Ablauf, wie du es machen kannst. Und du kannst, also ich glaube sogar, dass es sogar Vorteile hat, ja, weil du hast natürlich, wenn du jemanden persönlich siehst, immer Einflussfaktoren, die nichts mit der Arbeitsleistung zu tun haben. Absolut, also, mal ein Beispiel, du machst ein Interview mit einer Frau und die hat das gleiche Parfum wie deine Ex-Freundin. Ja, das kann dann sein, dass sich das positiv beeinflusst oder negativ, aber es hat definitiv nichts mit der Arbeitsleistung zu tun. Genau. Ja, ich hab schon viele Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, der Kandidat ist super. Warum denn? Ja, der hat an derselben Uni studiert wie ich. Und ich so, wow. Ja, der spielt auch Golf. Ach so, ja, das ist natürlich
ein super Argument. Ne? Also ne, wir haben ganz viele, man nennt das Bias, ganz viele Punkte bei uns im Bauch, die wir sehr schlecht kontrollieren können. Deswegen sind wir eigentlich nicht besonders gut für Personalentscheidungen. Ne? Und du kannst natürlich eine Menge, also das ganze Thema Parfum und so weiter, kannst du natürlich ausblenden, indem du ein Video-Interview machst, zum Beispiel. Ne? Du kannst auch zum Beispiel sagen, also nehmen wir an, wir würden jetzt ein Interview machen. Ich schneide mal so die wichtigsten, also ich frage den Kandidaten, ob ich das mitschneiden darf. Dann schneide ich die wichtigsten Punkte raus und schicke das mal an die einzelnen Entscheidungsträger. Dann können die sich so eine Kurzzusammenfassung angucken. Ne? Und wir kommen dann schneller zu einer Entscheidung. Oder du fängst an, dann kommt irgendjemand einmal dazu, klingt sich ein, macht seinen Teil, geht wieder raus, dann kommt wieder jemand anders dazu. Du kannst also sehr, sehr effizient, das ist immer ein Riesenthema, ich weiß, das ist ja Headhunter, mal 5, 6 Entscheider an einem Ort zusammenzukriegen, ja, die dann auch wirklich die Muße haben, was zu machen. Das ist halt immer eher schwierig. Das kannst du hier online alles super machen. Also du hast echt sehr viele Vorteile eigentlich auch, die du nutzen kannst. Ne? Ich weiß, dass viele HRler das sehr kritisch sehen. Ich bin ein großer Fan davon. Es wird auch eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, dieses Virtual Recruiting zumindest. Und auch Virtual Onboarding. Ne? Also, ja, gibt es. Gemeinsam mit Freunden. Die Britta Behrens, die hat ja mitten in der Krise ihren Job gewechselt und hat dann halt auch genau beschrieben, wie sie virtuell ongeboardet worden ist. Ich meine, gut, wenn du jetzt irgendwo in der Produktion bist, wird es nicht funktionieren. Ja. Muss man andere Schutzmaßnahmen treffen, aber die ist dann in den Laden rein, hat da Kontakt mit geholt, ihr Equipment abgeholt, alles, ja, ist dann wieder nach Hause gefahren und hat dann quasi Videos bekommen, Online-Coachings und so weiter und war drin. Ne? Ja. Und für einen Knowledge Worker ist es sicherlich machbar. Meiner Meinung nach hat das natürlich aber irgendwo auch Grenzen, also im Vertrieb, wenn du halt auch auf Schlagzahl zum Beispiel machst, dann musst du halt auch irgendwie im Rudel zusammenhängen, ne? Aber es gibt halt ganz, ganz viele Jobs, wo es eigentlich egal ist, wo du bist. Absolut. Man muss sich dann irgendwann mittelfristig mal fragen, okay, was hält denn so eine Firma eigentlich zusammen? Genau. Ja, stellen wir vor, es gibt, man sieht sich nie mehr persönlich, ich meine, es gibt ja so Firmen, die so funktionieren, ne? Die Frage ist halt, wie stark ist die Kohäsion in so einer Company? Ne? Genau, wenn es ansonsten, ich bin da auch bei dir, wenn es nur der geografische Aufenthaltsort ist, ist es sicherlich zu wenig, ganz ohne persönlichen Kontakt ist auf Dauer vermutlich. Also ich habe auch noch nie gehört, dass, also was auch relativ unbeliebt ist, sind Online-Ehen. Da könnte man sagen, nee, wir machen eine Online-Ehe. genau. Wir machen das hier per Bildschirm. Also kommen halt noch ein paar andere menschliche Komponenten dazu. Natürlich. Die vielleicht so im Zwischenmenschlichen auf längere Sicht auch wichtig sind. Ne? Ja, ist auch für Office Wife oder Office Husband auf Dauer. Aber das hat nichts mit der Auswahl zu tun, ne? Also, nein. Sondern eher damit, okay, wie interagieren wir in der Gruppe? Und da gehört halt mehr dazu als ein Absolut. Dauerhaft. Ne? Absolut. Lieber Christopher, eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, hier in der LinkedIn-Show. Erzähl uns doch bitte irgendwas über dich, dass der Großteil deiner Follower oder Kontakte im Internet nicht weiß. Also ich habe was, wofür mich sehr viele Leute hassen. Ich habe mittlerweile meinen Tagesrhythmus umgestellt und stehe um 4.30 Uhr auf und habe dann wirklich jetzt so meine Routine. Das hat mein Leben jetzt auch nochmal echt verändert, so im letzten Jahr. Also ich mache dann erst meine Meditation, dann mache ich mir mein Frühstück, dann schreibe ich mein Journal und dann mache ich halt meinen Frühsport. Und das hat mein Leben echt komplett geändert, weil ich eigentlich, wenn ich um 9 im Büro bin, habe ich eigentlich so die wichtigsten Themen für mich schon weg. Ich bin ja dabei, das gerade umzustellen. Ich bin jetzt so bei also ich war früher immer so eher 8, jetzt stehe ich so zwischen 6 und 7 auf, aber das hat total was. Du musst halt, um 10 im Bett liegen. Das ist ja, da tue ich mir noch schwer. Das schaffe ich jetzt meistens erst noch nach der letzten Hunderunde zwischen 11 und 12, aber das verlege ich langsam nach vor. Es hat total. Morgenstund hat Ruhe im Mund, wenn ihr zumindest wollt. Dann. Ich habe dann wirklich, also ich habe wirklich eigentlich 1,5 Stunden nur für mich. Ja, das ist grandios. Meinen Kram erledige und so weiter. Es hat natürlich Nachteile, weil meine Frau zum Beispiel, wenn ich um 9 Uhr nach Hause komme, sagt die, ja, ich brauche gar nicht mehr Hallo zu sagen, dann gehst du gleich ins Bett. Ja. Also das muss man natürlich auch managen. Ne? Ja. Aber da haben wir es halt so gemacht, dass wir gesagt haben, pass auf, es ist eigentlich egal, wenn ich nach Hause komme, aber bei einem Abend in der Woche komme ich früh nach Hause und dann machen wir irgendwas. Das heißt, wir gehen spazieren. Oh, das ist dann Quality Time. Wir gehen ins Kino, aber wir machen irgendwas und der eine Abend bleibt viel mehr hängen
als die vier anderen Abende, wo du bis 12 Uhr vom Fernseher gegangen bist. Genau. Absolut, ja. Lieber Christopher, das kann ich nur unterschreiben. Ich, wie gesagt, an 10 Uhr und 6 Uhr arbeite noch, aber das wird auch bald klappen. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Corona-Zeit wird bald zu Ende gehen. Wir bleiben in Kontakt und sehen, hören und lesen uns auf LinkedIn. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Danke dir. Tschüss. Ciao. Wir bleiben selbstverständlich optimistisch und ja, bevor diese Sendung endet, wie üblich mit den Status-Updates der Woche, hier noch einmal der Hinweis, wenn du einen Kommentar schreibst, dann kannst du ein Exemplar von Diana Roths aktuellem neuen Buch Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, so dick die Arbeitswelt gewinnen. Ich werde das unter allen Kommentatorinnen und Kommentatoren verlosen. Wirklich ganz, ganz tolles Buch. Und wenn du das Interview, das ich mit Diana geführt habe, nachhören möchtest, das gab es in der LinkedIn-Show Nummer 30, ist auch verlinkt in den Shownotes. Genauso wie die Links zu Christophers Profil, zu Xenago und natürlich zu seinem Podcast Vertriebsfunk. Ja, und damit kommen wir, wie bereits angedeutet, zum letzten Punkt dieser Sendung. Jede Woche dabei, die Status-Updates der Woche. Schauen wir mal, was uns LinkedIn oder was mir LinkedIn diese Woche so in die Timeline gespült hat. Dieses Status-Update von Magdalena Rogel, Pressesprecherin bei Microsoft Deutschland, ist schon etwas älter, aber einfach so wichtig. Und wir hatten letzte Woche den Feiertag, dass ich es hier auch nochmal ansprechen möchte. Und zwar, es geht um Hashtags, ein sehr wichtiges Thema auf LinkedIn, in Kombination mit Accessibility. Also Accessibility, wie kann man digitale Accessibility, digitale Medien, aber Accessibility generell, wie kann man Orte, analoge oder virtuelle Orte, möglichst zugänglich gestalten für alle Menschen, das heißt auch für solche mit kognitiven Einschränkungen, mit neurologischen Einschränkungen, was auch immer. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, beim Webseitendesign beispielsweise der Farbkontrast, die Schriftgröße, da gibt es auch viele Standards, die auch Google ja empfiehlt und auch positiv bewertet mit dem Ranking, wenn man sich dran hält. Und ein Aspekt, und das Thema Accessibility ist wirklich sehr, sehr komplex, war mir auch nicht klar, das sind die Hashtags. Weil natürlich beispielsweise sehr eingeschränkte Menschen auch LinkedIn wie andere Online-Medien entweder via Audioausgabe oder Breitzeile konsumieren. Und jetzt gerade bei der Audioausgabe ist es natürlich so, dass die interne Großschreibung, also bei zusammengesetzten Hashtags, so wie ihr es hier seht, so wird ein Hashtag inklusiver. Also wenn man die einzelnen Wörter, wenn denn dieser Hashtag aus mehreren Wörtern besteht, mit Großbuchstaben beginnt, dann ist das eben auch einfacher bei der Audioausgabe, weil das dann auch verständlicher, nämlich als einzelnes Wort und nicht als Wortwurst ausgesprochen wird. Ich persönlich habe die Hashtags eigentlich immer schon so geschrieben, weil ich nebenbei auch finde, dass es auch beim Lesen einfach ja, leichter erfassbar ist, gerade bei längeren zusammengesetzten Begriffen. Also hier auch ein das war von mir nur mehr so ein Bauchgefühl, aber ich denke hier auch eine gute, solide Argumentationsgrundlage oder ein sehr wesentlicher Grund, eben die Großbuchstaben innerhalb von Hashtags zu verwenden. Dann hat Ilya Dirt eigenartige Entwicklung hingewiesen, wie auch immer. Die Lage in China wirkt sich auf den Kauf von Smartphones aus. -20%, das ist eine ganze Menge, ein Fünftel in China, -18,3% in Westeuropa, -16,1% in den USA. Smartphones sind natürlich genauso wie viele Freizeitaktivitäten und Luxusgüter nicht die große Priorität in Corona-Zeiten, in Krisenzeiten. Da geht es eher um andere Produkte, wenn man sich anschaut in den letzten Wochen auf Amazon, so typische Prepper-Produkte, Vorsorge-Dinge waren teilweise ausverkauft, Masken selbstverständlich, aber auch Wasseraufbereitungsgeräte, Logitech-Webcams sind teilweise immer noch nicht lieferbar, beziehungsweise kosten bis zu 300 Euro die Modelle, die man vorher um 70 Euro bekommen hat. Aber eben, wie gesagt, Smartphone-Verkäufe gehen zurück. Und wie Ilya hier eben schreibt,
dass er hat persönlich kaum mehr einen Grund, jedes Jahr ein neues Modell zu kaufen, so wie früher, weil einfach die Entwicklung natürlich nicht mehr so rasant passiert. Und man muss jetzt wirklich fragen, auch beim Filmen oder auch für uns professionelle Content Creators, muss ich ganz ehrlich sagen, der Unterschied zwischen einer 40 und einer 80 Megapixel Kamera, der hält sich im Praxiseinsatz dann eben doch sehr, sehr in engen Grenzen. Wie seht ihr das? Seid ihr immer auf dem Lookout nach den neuesten Modellen oder hat sich die Begeisterung über Hardware auch auf breiter Basis gelegt? Ich vermute fast Zweiteres. Ich persönlich bin ja sowieso nicht so der High-End-Handy-Fan und das liegt in erster Linie an meinem, ja, ich sag mal, etwas sorglosen Umgang. Ich mag mein Gerät auch nicht behandeln wie ein rohes Ei und wenn halt mal so ein 250-Euro-Teil auf den Boden knallt, dann schmerzt das nicht so sehr wie beispielsweise das neue High-End-Galaxy, das glaube ich bei knapp 2000 Euro kostet. Also ja, da ist eben die Frage, wo liegt denn wirklich der Mehrwert? Das ist übrigens nicht mit Gold oder Juwelen oder so besetzt, sondern das hat eben, glaube ich, eine 80 oder sogar über 100 Megapixel Kamera. Nun, wie dem auch sei, wir kommen zu einem Thema, das, denke ich, alle LinkedIn-Nutzer betrifft. Ich habe es hier bei Markus Diewisch gelesen. Die Mitgliederzahl, und das hat LinkedIn letzte Woche in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, im Dachbereich, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, stieg allein im ersten Quartal 2020, also Jänner bis März, um eine 500.000 Mitglieder. Das ist richtig, richtig viel. Was fast noch beeindruckender ist, die geposteten Beiträge stiegen im Dachraum um 69% im Vergleich zum Vorjahr. Das sind über 2/3 und das ist eben genau der Punkt, dass natürlich auf der einen Seite haben wir die nominelle Zahl der registrierten Accounts, auf der anderen Seite ist ganz, ganz entscheidend, wie viele Nutzer schauen eben nicht nur, in Wien sagt man ja schauen nur, sondern wie viele posten eben aktiv auch selber. Diese Frage stellt Markus dann auch in einem Update, wie viele der neuen Mitglieder sind aktiv und auch spannend, weltweit nahm das Engagement, eine ganz wichtige Maßzahl bei LinkedIn, zwischen Februar 2020 und April 2020 um 811% zu. Da ist natürlich sicherlich auch zu einem hohen Grad die Corona-Pandemie bzw. die daraus resultierende Homeoffice-Zeit und die generell intensivere Nutzung von digitalen Medien sehr, sehr stark mitverantwortlich. Und ja, das ist natürlich ein Wachstum, das ganz, ganz beeindruckend ist und ich glaube, man braucht keine besonders ausgeprägte Kristallkugel, um irgendwie zu sehen, dass es momentan noch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, um sich zu positionieren. Aber bei dem rasanten Wachstum wird es, sage ich mal, in Zukunft nicht unbedingt einfacher, den eigenen Brand aufzubauen. Und wie wir von anderen Social Media Plattformen ja wissen, organische Reichweite wird auch nicht einfacher zu bekommen, je mehr Teilnehmer in diesem Spiel um die Aufmerksamkeit der Nutzer bullen. Ein großer Teil ist natürlich nach wie vor passiv. Ja, und je mehr selber Content erstellen, desto spannender wird es auch, wie sich das weiterentwickelt. Und LinkedIn ist ja da sehr am Puls der Zeit. Nächste Woche dann dazu mehr. Es gab vor kurzem ein drastisches Algorithmus-Update, das sogenannte Dwell-Time-Update, das, ich glaube, von den Auswirkungen her, von den Folgen durchaus vergleichbar ist mit den großen Updates, mit denen Google seinerzeit begonnen hat, die Regeln für die Backlink PageRank Boosting Bonusse vollkommen zu verändern. Ja, Dwell Time bedeutet letztendlich für so gut wie alle LinkedIn-Nutzer weniger Reichweite, aber eben dafür die Kernreichweite bei den wirklich interessierten Nutzern. Das ist eben auch der Punkt, sage ich auch schon lange, Reichweite sagt überhaupt nichts aus. Wenn mein Posting im Newsfeed einem Nutzer angezeigt wird, der einfach nur drüber scrollt, ist das für beide wertlose verschwendete Zeit. Wenn es LinkedIn also gelingt, mein Posting primär nur den Personen anzuzeigen, die sich ja wirklich für die Inhalte interessieren, dann absolut fine with me. Die KPIs sind hier natürlich ganz, ganz andere. Und damit noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich kriege immer sehr viele Zuschriften auf LinkedIn bezüglich Hardware, Fragen, welche Kamera kannst du empfehlen, welches Mikrofon und so weiter. Und es ist natürlich einfach, wenn man Tausende oder Zehntausende Euro zur Verfügung hat, sich ein professionelles Studio einzurichten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es immer spannend zu wissen, welche
günstige Low-End-Hardware funktioniert und hat sich gut bewährt. Und nachdem ich ein gewisses Favor fürs Testen von Gadgets habe und mir Amazon vor kurzem ein sogenanntes Influencer-Store-Window angeboten hat, Schaufenster, habe ich eine Datenschmutz-Mall eingerichtet und ihr findet hier von mir liebevoll kuratierte und handverlesene Tipps für günstige LED-Lichter, Webcams, wie gesagt, momentan etwas schwierig mit den Preisen, USB-Mikros und so weiter. Ja, und das sind natürlich lauter Amazon-Affiliate-Links, also wenn ihr die LinkedIn-Show unterstützen wollt und sowieso Video-Hardware einkauft, wenn ihr das über meinen Shop macht, dann, ja, geht, wenn, ja, weiß nicht, ein paar Mikros und Webcams verkauft sind, meine nächste Tüte oder meine nächste Dose Erdmandeln auf euch, meine lieben Zuseher. Ja, und damit bleibt mir nur mehr auf morgen hinzuweisen. Morgen ist nämlich ein ganz besonderer Tag, Freitag, der letzte Tag der Woche und damit auch der 47. Linked Friday. Ja, es gibt die Seite auch in Englisch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Geht ganz einfach. Einen oder mehrere eurer Lieblingskontakte markieren, kurz dazu schreiben, was ihr an ihr oder ihm interessant findet. Euer Posting mit Linked Friday taggen. Wenn ihr eine Grafik dazu verwenden wollt, entweder einfach selber was basteln oder ihr findet auch auf linkedfriday.net eine Galerie mit Grafikvorlagen. Die habe ich auch vor kurzem wieder mal aktualisiert. Herzlichen Dank an Aimzone und viele andere, die mich auch immer wieder mit aktuellen Motiven hier versorgen. Also kurz gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten bleibt mir eben nur mehr zu sagen, die Redaktionsplanung für die nächsten Shows steht. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. Nächsten Donnerstag dann mein Impress Challenge und Impress Speakers Kollege Richard Blöß. Sein Spezialgebiet, wie kann man Kontakt herstellen, wie kann man schnell Kontakt aufbauen zu seinem Gegenüber im persönlichen Gespräch oder auch online. Und wir haben auch festgestellt, wir sind nicht nur LinkedIn-Kollegen und Impress-Challenge-Kollegen, sondern haben beide auch, ja, man kann schon sagen, mehr als ein Faible für Mentalismus. Also in der nächsten LinkedIn-Show wird gezaubert mit Richard Blöß. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Sage danke fürs Zusehen. Jetzt ist noch die allerletzte Gelegenheit, einen schnellen Kommentar abzusetzen. Dann nehmt ihr an der Verlosung von Dianas Buch teil. Ansonsten bleibt mir nur mehr, einen wunderschönen Donnerstag zu wünschen. Wir sehen uns hoffentlich morgen beim Linked Friday und nächste Woche. Danke fürs Dabeisein. Das war die LinkedIn Show mit Richie Bettauer. Manche sagen die beste B2B-Talkshow im Dachraum, andere sagen die einzige. Wir sehen uns. Richie raus. Ciao.